Hier, unser Internet, es funktioniert. Aber eine Sache ist noch ein bisschen anders als in dem Internet, das du so kennst. Weil was mussten wir machen, um auf diesen Server zuzugreifen? Wir mussten da oben diese komische Zahlenkombination eingeben. 192, 168 und so weiter. Wenn du jetzt im Internet irgendwo auf eine Webseite gehst, dann gehst du auf wikipedia.de oder test.de oder irgendwie so. Vergleichbar dazu ist doch hier die Situation. Wenn du jemanden anrufen willst, dann tippst du doch nicht die Nummer ein. Ja, sondern du benutzt hier sowas. So ein Telefonbuch in deinem Handy zum Beispiel. Früher sah das mal so aus. Da gab es ein Buch, ein richtiges, mit den Nummern dahinter, weil sich die Nummern von allen kann sich ja keiner merken. Aber wenn ich hier den Hans Meyer oder den John Mustermann anrufen will, dann tippe ich da einfach drauf. Und warum? Weil man sich Namen einfach viel besser merken kann, als hier so dusselige Zahlen. Und was brauche ich dafür? Da brauche ich ein sogenanntes Domain Name System dafür und einen entsprechenden Domain Name System Server. Man sagt auch DNS-Server dazu. Das Praktische ist, so könnte man auch zum Beispiel mehrere Server benutzen, die mehrere verschiedene IPs haben. Und je nachdem, wo eben meine Webseite gerade gespeichert ist oder liegt, kann ich dann einfach sagen, hier, heute reicht die Seite wikipedia.de einfach auf eine andere Webseite rüber und oder auf eine andere IP zu. Das heißt, das wollen wir auch machen. Wir wollen uns auch einen DNS-Server an den Start bringen, damit wir uns nicht die ganzen IPs merken müssen, sondern einfach zum Beispiel auf www.willkommen.de oder was anderes draufgehen können und so die Seite öffnen. Dazu müssen wir in den Entwurfs- oder Bearbeitungsmodus wechseln. Dort wollen wir jetzt diesen DNS-Server hinzufügen. Das macht keinen Sinn, den in irgendeinem Netzwerk 0 oder 1 zuzuordnen, weil es soll ja global gelten. Ja? Also egal, ob ich von hier aus Netzwerk 1 oder 0 drauf zugreife, sollte eben der Zugang zu dem DNS-Server gelten. Der steht einfach irgendwo im Internet, macht nochmal sein eigenes Netzwerk. Das heißt, langer Rede, kurzer Sinn, es muss direkt an den Vermittlungsrechner, an den Router angeschlossen werden. So, dann machen wir mal einen Doppelklick drauf. Falls du dich erinnerst, der hat bisher nur zwei von diesen Anschlüssen und die sind beide belegt mit den beiden Switches. Das heißt, wir brauchen eine weitere Verbindung. Das kann man hier unten einmal auf Allgemein Verbindungen verwalten und dann kann ich hier plus noch eine Schnittstelle hinzufügen und dann drücke ich auf Schließen. Und diese neue Schnittstelle, wo noch nichts angesteckt ist, brauchen natürlich auch wieder eine IP-Adresse. Das soll die 192.168.2.1 sein. Ja, du merkst, wir gehen hier so langsam die Zahlen alle durch. 0.1, 1.1, jetzt sind wir bei 2.1 angelangt. Wir haben gesagt, wir benutzen diese Rechner als Server. Das heißt, ich ziehe hier diesen Rechner nochmal hin, einen neuen. Den nenne ich nach seiner Funktion. Das soll ja unser DNS-Server werden. Deswegen nenne ich den auch so. Und der bekommt natürlich auch eine eigene IP-Adresse. Der soll ja im Zweier-Unternetz sein, also Netzwerk 2 quasi, 0, 1 und 2. Und der bekommt natürlich auch das Gateway 192.168.2.1. Das ist ja die Adresse, die IP-Adresse des Vermittlungsrechners. Das sieht soweit gut aus. Dann müssen wir das Ganze noch miteinander verbinden. Das heißt, das funktioniert. Wenn ich jetzt mal kurz hier reinschaue, jawohl, 2.1 ist hier verbunden. Der hat hier die Adresse 2.1 und er hat die IP 2.10 und Gateway ist 2.1, eben dieser Vermittlungsrechner. Jetzt müssen wir den Namen nochmal ergänzen, damit wir auch noch ganz genau wissen, wo der eigentlich genau liegt, 2.10. Jetzt ist alles vorbereitet und wir speichern einmal ab, damit wir dann mit der nächsten Aufgabe weitermachen können. Und speichern.